US-Notenbank-Fed hat die Kontrolle über die Märkte verloren. Powell hatte am Freitag nochmal versucht, den Märkten anzudrohen. Wir können jederzeit die Zinsen anheben, wenn es denn erforderlich ist. Alleine die Märkte sagen, lass ihn doch ruhig reden. Wir spekulieren mal drauf, dass du sehr bald schon die Zinsen senken musst. Und wir sind derzeit jetzt in einer Phase, wo die Märkte sich freuen über Zinssenkungen, aber nicht den Grund für die Zinssenkungen bereits einpreisen. Warum sollte die Fed die Zinsen senken? Ja, nur dann, wenn offenkundig die Wirtschaft schwächer wird. Und jetzt sehen wir, dass eben diese Assets profitieren, die normalerweise Nachteile haben, wenn die Zinsen steigen. Also unverzinste Assets wie Gold, wie Bitcoin, die können zulegen. Gold steigt heute Nacht auf ein neues Allzeithoch. Bitcoin über die 40.000er Marke. Schauen wir uns die ganze Konstellation mal an. Powell hatte ja gesagt, es wäre voreilig zu schließen, dass wir praktisch schon ein ausreichend restriktives Niveau erreicht haben in unserer Geldpolitik und man sollte daher nicht darauf spekulieren, wann wir die Zinsen senken. Genau das tun die Märkte aber, also Powell sagt das und die Märkte machen genau das Gegenteil. Wir sind bereit und vorbereitet, die Geldpolitik weiter zu strafen, bla bla bla, während er vorher also sagt, wir sind nicht wirklich überzeugt, dass die Geldpolitik ausreichend restriktiv ist, sagt er dann in einem anderen Satz, wir sind in einem restriktiven Bereich mit der Geldpolitik. Also es ist auch eine ziemlich unkluge Kommunikation, die hier der Fall ist und so sehen wir, dass dann die Anleihen den besten Monat seit 1985 hatten im November, der S&P 9% nach oben gegangen ist. Also sind die Financial Conditions deutlich lockerer geworden. Das ist jetzt das, was die Animal Spirits letztendlich anheißt, also die Gier, wenn man so will, denn das wird zu mehr Nachfrage führen, wie auch Jim Bianco hier sagt, will lead to more spending and higher prices, more inflation. Also die Fed schafft sich mit dieser Kommunikation faktisch wieder die Voraussetzung für eine neue Inflation und die Folge ist eben, oder das hier nochmal dargestellt, diese Easing of Financial Conditions nach dem Goldman Sachs Financial Conditions Index, die größte Aufweichung der Finanzkonditionen seit Bestehen der Daten und das ist schon mal eine Zeit. Das heißt, Kredite werden günstiger, weil die Renditen gefallen sind. Dadurch entsteht wieder mehr Nachfrage, dadurch entsteht Inflation. Das ist etwas, was für die Fed ein Riesenproblem ist. Der Geist ist aus der Flasche, wie die Commerzbank hier titelt und wir sehen schon für den März eine größere Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Zinsen sinken würden. Das war auch die stärkste Everything Rally, die wir gesehen haben seit November 2008 mit fast 30%. Da sind zum Beispiel TLT, also Anleihe, länger laufende Anleihen, HYG, Junk Bonds, also der Schrott wird dann natürlich nach oben getrieben. Die Shortseller haben richtig auf die Mütze bekommen und jetzt sehen wir heute Nacht, Gold springt über die Marke von 2130 Dollar, Bitcoin steigt über 40 Dollar und Zero Hedge, 40.000 Dollar und Zero Hedge schreibt, smells like Powell will be leaking emergency rate hikes through NickyLeaks. Also gemeint ist Nick Timiraos vom Wall Street Journal, der ja so ein bisschen als Fed-Flüsterer gilt, der also sozusagen das, was die Fed vorhat, plant, durchdenkt, so ein bisschen an die Märkte weitergibt als inoffizieller Bote gewisserweise. Und vielleicht irgendwas muss die Fed dann da machen. Am Freitag ist es ziemlich glorreich gescheitert, was Powell versucht hat. Hier sehen wir mal Bitcoin jetzt erste Mal seit Mai 2022 über der Marke von 40.000. Einer der Treiber ist ja auch dieses ETF oder ETFs, die genehmigt werden dann auf Bitcoin oder für Bitcoin. So oder so, wir sehen eben einen wahnsinnigen volatilen Sprung immer wieder bei diesen Kryptos. Bitcoin jetzt 142% gestiegen, in 22 abgestürzt von 67.000 auf, was weiß ich, 18.000. Jetzt wieder dieser Anstieg. Ich würde es trotzdem nicht haben wollen, auch wenn die Dinge hier weiter nach oben gehen, wovon ich nicht überzeugt bin. Das habe ich auch nicht, auch wenn dann die Kurse sich verdreifachen. Wenn man sich nicht wohlfühlt, irgendwie eine innere Beziehung dazu hat, dann
Denke ich, ist das eine nachvollziehbare Haltung, denn wir werden aus meiner Sicht auch wieder deutlich nach unten kommen. However, jetzt sind wir nämlich in diesem Stadium in Sachen Zinspolitik. Wir haben jetzt eben die Situation, dass normalerweise die erste Zinssenkung der Fed dann negativ ist, weil es eben Grund dafür gibt, dass die Zinsen sinken, wobei das natürlich auch noch lange nicht klar ist, wann sie sinken. Wie viel sie sinken werden, jedenfalls sehen wir die Marktreaktion interessanterweise. Die Magnificent Seven, die ja so wahnsinnig gelaufen sind, also die großen Tech-Aktien, die bleiben zurück, haben ziemlich deutlich verloren gegen Non-Profitable Tech, also das, was meine immer noch fast zweitbeste Freundin Cathie Wood vorwiegend anfasst. Also die Werte, die viel Hoffnung, aber wenig Realität haben, die steigen jetzt. Wenn die sie raus, wird der Dreck nach oben gespült, könnte man sagen. Das sehen wir hier, der Nasdaq am Freitag, der schwächste Index, der Russell 2000 Small Caps fast 3% im Minus. Und heute mal interessant, wie Nvidia hier performen wird. Denn Handelsministerin Raimondo, US-Handelsministerin Raimondo, hat gesagt, also wenn Nvidia, if you redesign a chip und lieferst das dann nach China und ermöglichst es den Chinesen hier KI zu trainieren, dann werden wir das am nächsten Tag wieder praktisch dicht machen. Das ist ja das, was Nvidia gesagt hat. Ja, die haben uns jetzt sozusagen diesen schon gedrosselten Chip verboten, nach China zu exportieren. Jetzt haben wir andere Designs, die wir dann schicken. Das dürfte nicht funktionieren. Bin gespannt, wie gesagt, wie die Nvidia-Aktie darauf reagieren wird. Insgesamt sehen wir diese Divergenz, die wir oft an Wendepunkten sehen, dass die Tech-Werte, das Growth, das Nasdaq, schlechter läuft als der S&P 500. Das war der Boden, als Tech begann, besser zu performen als der S&P 500. Und es waren regelmäßig Tops, die wir hier sehen. Aber es wäre wirklich kein Wunder, hier mal eine Korrektur zu erleben, wenn wir zum Beispiel eine Firma wie Apple, die fast 1 Billion an Marktkapitalisierung gewinnt innerhalb des Jahres 2023 und das bei in 4 Quartalen schrumpfenden Umsätzen. Das muss mir einer erklären, wie das letztendlich funktionieren kann. Und so haben wir praktisch eine Nifty-50-Wiederholungsblase, könnte man sagen. Diese Magnificent Seven haben dafür gesorgt, dass die US-Aktienmärkte den Rest der Welt so stark outperformed haben, wie noch nie, mit Abstand wie noch nie, könnte man sagen. Und das alles angesichts in der Zwischenzeit geschrumpfter Bilanzsummen, die wir hier sehen. Also das wird jetzt eine interessante Geschichte. Hier sehen wir nochmal, wie der Russell 2000 und der S&P Equal Weight, also da, wo alle Aktien gleichgewichtet sind im S&P 500 oder wenn man den berechnen würde, alle Aktien gleichgewichtet, dann sehen wir, dass der Nasdaq zurückbleibt und eben das, was verprügelt wurde, was nicht gut gelaufen ist in 2023, das wird jetzt scheinbar nach oben geprügelt. Ja, Deni, sehr bekannt in den USA, das sieht jetzt aus wie eine Santa Claus Rally. Die Löhne sind gestiegen im Oktober, die Reallöhne, weil die Inflation zurückgeht und so weiter. Also auch die Rent Inflation ist moderating, also auch die Mieten sozusagen kommen zurück. Aber hier nochmal, das ist dieser Superoptimismus. Ah Mensch, ist doch alles schick. Hier sehen wir nochmal den Russell 2000 in Relation zum S&P 500 schon fast auf Extremwerten, die sind ja überhaupt nicht gut gelaufen, sind so billig in Relation zu den anderen Indizes wie selten, aber es ist eben wie es ist. Wir sehen die Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt mit einer Divergenz. Wir haben also ein neues Hoch gemacht am Freitag, aber weniger Aktien sind über den 20-Tages-Durchschnitt gestiegen. Die Stimmung ist super bullisch, nur noch 19,6% Bären und wir sehen diese Stimmungsumschwung von Ende Oktober auf jetzt, der ist schon so gewaltig, dass es rockt. Das gilt dann auch für die Positionierungen, etwa CTAs, die von sehr bärisch auf jetzt sehr, sehr bullisch umgestiegen sind. Manche Retail-Investoren sind noch negativ auf die Indizes, aber ich denke, der Short Squeeze ist jetzt gelaufen und die Frage wird sein, wann knickt der Konsument ein, der derzeit noch in den USA, der derzeit noch davon profitiert, dass die Benzinpreise gesunken sind und gleichzeitig die Reallöhne, also die Löhne minus Inflation, gestiegen sind. Gleichwohl sagen 60% der Leute, also die Inflation steigt schneller als mein Lohn.
Interessanterweise, also wie wird der Konsument diese ganze Geschichte überstehen? Wird es eine Rezession geben? Wenn ja, wann? Wann wird die Fed die Zinsen senken? Etc. Das sind die entscheidenden Fragen. Habeck hat jetzt den Trip nach Dubai canceln müssen. Schade, keine Klimaparty, gell? Man fliegt ja gern dahin und dann bespricht man mit bewegten Menschen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Exporte in Deutschland jetzt den fünften Monat in Folge gesunken sind, insgesamt minus 8,1% zum Vorjahresmonat, aber fünf Monate in Folge jetzt schrumpfende Exporte Deutschlands. Also es ist nicht ganz einfach für die deutsche Wirtschaft. Wie wird es weitergehen für die Aktienmärkte? S&P 500, vorgezogene Jahresendrallye. Ist das Pulver jetzt verschossen? Die Kaufpanik war einer der Gründe, warum es nach oben ging. Aber hier das gute, großartige Big Picture meines Kollegen Wolfgang Müller. Das ist das eine, die erste Artikelempfehlung. Und die zweite, Goldpreis steigt auf Rekordhoch wegen Zinsoptimismus. Was ist da los? Warum ist das so? Zweite Empfehlung. Und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, am Mittwoch, 19 Uhr, ja, das Webinar mit André Starke, mit dem Jahresausblick. Anmeldungen nur noch heute und morgen bis 0 Uhr, also bis 24 Uhr. Also wer dabei sein will, kostenfrei registrieren, tut nicht weh, macht Spaß, das will ich versprechen. Und den Link finden Sie unter dem Video, also unbedingt dabei sein und die beiden Artikel sich mal zu Gemüte führen. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.